Guten Abend und herzlich willkommen zum Chillout-Abend. Heute bla 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 bla. Einen wunderschönen guten Hallo wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Hallo. Hallo. Jo, jetzt haben wir endlich mal ein kleines Beweisstückchen von unserem Herzog von Falara. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Falafel. Ja, der H von F halt, die wir schon herausgefunden haben. Und was ich noch herausgefunden habe, kurz, ist wegen der Waffen da. Hat mich nämlich gewundert, warum ich immer so viele Aktionspunkte dafür verbrate. Und herausgefunden haben wir, dass, ich habe deswegen immer 7 Aktionspunkte gebraucht für einen Angriff, weil das eine Stufe 8 Waffe ist, die ich in der Hand halte. Und mir ist dieses veraltete Henkerschwert hier aufgefallen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich das her habe. Deswegen tue ich das mal anziehen. Und es ist groß. Das ist schön. Okay, aber jetzt gehen wir mal zum Aureus und sagen ihm mal... Oh. Oh, wir können mit der Dingenskirchen bla bla. Hm, tatsächlich. Dieser Raum von Quellenmagie derart verseucht, schrecklich. Wenn ich nicht bereits dieser Ansicht wäre, würde ein Blick in diesem Raum genügen, um zu wissen, dass Magie ein Verstoß gegen die Natur ist. Okay, du konntest nur auf Weiterklicken oder was? Ja, und du? Ja, ich konnte gar nichts machen, ich musste auf dich warten. So, ich kann dir sagen, so ist es, der Übeltäter wird doppelt leiden, wenn er gefangen ist. Einmal für sein Verbrechen und einmal für das Verwenden derart übler Methoden. Oder wer auch immer für dieses Verbrechen verantwortlich ist, von dem wurde Magie zu üblen Zwecken verwendet. Aber nicht alle arkanen Künste sind verdächtig. Ganz böse. Tja, was nehmen wir? Ja, das wer auch, du entscheidest. Wer auch immer für dieses Verbrechen verantwortlich ist, von dem wurde... Tja, egal, nicht das. Nach eurer Logik müssen dann auch wir mit dem Tod am Galgen rechnen, wenn wir unsere eigenen Zauber verwenden. Quellenjäger sind wir, um ihre bösen Ziele zu bekämpfen und nicht, weil die Quellenmagie eine Form der Magie ist. Oho, habe ich da etwas losgetreten? Ich bin eine vernünftige Frau und ich bin nicht dafür, dass man ohne eine gerechtfertigte Begründung irgendetwas einfach unkritisch verdammt. Doch nach meiner Erfahrung sind Überraschungen magischer Art meistens ziemlich tödlich und vernichtend. Ja, weil du es nicht kannst, Madora. Oh, ich musste weiterklicken. Lol. An den Galgen möchte ich euch jedenfalls nicht bringen, auch wenn ihr dieses Hexenwerk mit eurem eigenen Hexenwerk bekämpfen wollt. Ich hoffe, das liegt für jeden auf der Hand. Auf wessen Hand? Hm. Auf einem Bavians Hand, der gerade mit Scheiße um sich geschmissen hat. Ungefähr so, die Hand. Komm mal her. Komm. Ah, du willst erstmal den her. Da Ding ins Da haben Kirchen. Wir den Herzog von Ferrol. Oh, hallo. Ich nehme an, ihr seid hier, um mich gnadenlos zu verhören, damit ihr Informationen von mir erhaltet, die ich überhaupt nicht habe. So, wie es unser edler Hauptmann Aureus bereits getan hat. Ich habe eine recht interessante Geschichte über euch und Esmeralda gehört. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr und ich bezweifle stark, dass Jake zu Lebzeiten nichts davon wusste. Ich verstehe, dass Esmeralda und ich unter starkem Verdacht stehen, aber ich versichere euch, dass unsere Affäre weit weniger heißblutig und schmutzig war, als es all diese Wichtigtue behaupten. Haben wir schon mal vorgelesen? Ich denke schon, ja. Ich bin mir gerade nicht sehr sicher, aber es kommt mir so bekannt vor. Okay. Jack und Esmeralda empfanden keinen besonderen Zugang füreinander. Es ging seinen Interessen nach sie ihren. Und vor ihrer Leidenschaft war nicht mehr viel übrig, auf jeden Fall nicht genug für einen Mord. Wisst ihr etwas über Mord? Blablabla, bla, bla, tragische Neuigkeit, nie etwas Böses gewünscht. Was ist mit euch? Bum, 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 bum. Okay. Nichts gescheit. Ich schaue nochmal in sein Inventar, nichts... Okay, dann schauen wir einfach mal gleich zu dem
Aureus. Der wird sich bestimmt freuen über die Info. Da ist unsere Kiste, die ist noch nicht verschwunden. Das stimmt. Ja, die könnten wir ja mal auch machen, die Folge. Haben wir jetzt schon Dietlich Dietlich? Ein Dietlich geklauft? Ich glaube, ich gleich nicht. Weiß ich nicht? Na gut. Solidoli, ich laufe gerade falsch. Das ist natürlich wundervoll. Ja. Ich bin natürlich recht. Bitte? Ich bin natürlich richtig unterwegs. Ja, selbstverständlich, nachdem du gecheckt hast, dass ich falsch unterwegs war. So. So, jetzt war's denn nun schon wieder. Lass uns über der Legion verhaften. Ich werde ein paar Dinge sprechen. Was? Okay, Jake's Ermordung. Gibt es jetzt überhaupt irgendwas? Belastende Beweise. Was den Brief hier betrifft. Jawohl. Wie gesagt, das Mädchen ist eine bekannte Herzensbrecherin, aber diese Heususe eines Ferals, wie auch immer, hat nicht den Mumm, einen Mord zu begehen. Und sie auch nicht, wenn ihr mich fragt. Naja, klasse. Also, nope, ist nicht. Interessiert die nicht, die blöde Sau. So ein Arsch. Aber, ja genau, aber hier steht noch hier, es gibt jemanden, den die Legion verhaften sollte. Was war das denn nochmal? Ich klick's mal an. Ja. Roberts, den Totengräber, ach so. Ah. Na, den lassen wir mal in Frieden, oder? 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 Hallo, Info? Ich überleg. Gab einfach gar nichts. Moment, was hat er nochmal getan? Also denn der hat die Leiche entfernt. Ja, und hat er stattdessen als Schaf verbuddelt. Genau, mehr nicht. Mehr nicht. Also. Die Frage ist, was er mit der Leiche gemacht hat. Ja, die ist doch jetzt oben, wo die Eva Maria, tralala, bei diesem Versteck, wo wir jetzt noch, wo wir jetzt mal versuchen könnten, wieder hinzugehen. Ja, genau. Was wir eigentlich jetzt auch machen könnten, theoretisch. Ich glaube, das sollten wir tun und danach erst entscheiden, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Jawohl. Also, dann gehen wir mal dahin, wo wir es anfangs nicht hingekriegt haben. Also, Westtor, was? War das Westtor? Ja, ja. Ist eigentlich egal. Ich frage mich eigentlich gerade, was welcher Weg da irgendwie hinführen könnte, weil wir müssten ja theoretisch an den Strand, aber nee, an den Strand kommen wir ja gar nicht. Wir müssen eigentlich voll den mega Umweg irgendwie machen. Ach, scheiß drauf, wir gehen einfach mal da nach oben und dann sehen wir weiter. Wieder unten rum. Können wir da jetzt nicht hin? Oh, ups, jetzt habe ich mich komplett weggeschossen. Weggeportationiert. Aber wir könnten ja eigentlich schon von hier aus loslaufen. Port dich mal zum Westen. Sisil Westen. Was ist das? Das ist, das hier. Und da müssten wir eigentlich nach. Schauen wir mal einfach oben entlang. Da werden wir auf jeden Fall einen Besuch bekommen von ein paar Gegnern. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir deswegen sterben werden. Das hoffe ich doch stark. Und wenn, warte mal. Ne? Speichern. So. Muss schon sein. Sonst könnte das etwas unangenehm werden. Ich habe auf jeden Fall keine Lust mehr, hier in der Öffentlichkeit rumzuschleichen. Also in der Öffentlichkeit, ne, das verstehen. Ja. Und wir haben hier Silbererz. Und 10 wiegt der Scheiß, oh Mann. Oh, shit. Ja, gut, okay, ist klar, ne? Erst den Magier. Definitiv den Magier killen. Lass ihn schon mal irgendwo hinporten. Wo ist er denn? Ach, da. Oder ist er zu weit weg? Ich schau mal. Shit, der ist zu weit weg. Der ist viel zu weit weg. Wenn du mal jetzt ein paar Schritte zu ihm hinläufst und dann. Weil der wird wahrscheinlich nicht großartig näher kommen.
Naja. Nee. Naja, gut. Also ich kann... so viel laufen. Okay. Das nächste kriege ich nicht hin. Naja, gut, dann egal. Außer, warte. Oder du machst jetzt einfach mal bei irgendeinem... Ich kann ihn einfrieren, wenn ich noch näher rangehe. Aber dann greifen die mich an. Ja, das kannst du jetzt machen wie ein Dachdecker. Wir versuchen einfach mal. Findest du lustig, wie er immer in die falsche Richtung schaut irgendwie? Wer denn? Ja, du. Du schaust, du hast jetzt genau in die andere Richtung geguckt, aber hast dich eingefroren. Okay. Ja, bei mir ist es genauso wie bei dir. Wie, mit dir. Echt? Ich schlag auch in die andere Richtung, oder was? Nicht immer, aber oft, ja. Lol. Okay. Also verstärken wir uns erst einmal hier, wenn. Ja, und das lassen wir dann auch. Ups. So, Talinchen. Was machen wir? Ich glaube. Na gut, bei mir wird Teleport ja wohl auch kaum funktionieren. Aber dafür könnte ich da Pfützen erscheinen lassen. Bei das denen. Ist übrigens eine Pfütze, ne? Ja, aber die stehen nicht in einer Pfütze drin. Die kommen in eine Pfütze. Ja, vielleicht. Das stimmt, vielleicht. Deswegen. Es ist eh noch erst die erste Runde, also. Naja, schauen wir mal, wie viele Gegner es sind. Naja, und? Ist eh erst noch die erste Runde. Und dann schauen wir mal weiter. So, der. Huch, ich hätte noch vielleicht was machen können. Na egal. Und bei der, glaube ich, gehe ich einfach nur zu deinem Schutz ein bisschen näher ran. Mhm. Mach hier einen auf Angriff und ja. Das war's dann auch schon. Sowas. So, nervtötender Bogenschütze. 30 Kolleg. Schaden gleich mal reinkaut. Und jetzt kommt. Oh, vereisen. Nein! Na, wenigstens nimmst du die richtige Pose an. Ja. Oh, shit. Oh. Oh, oh. Oh, ah, ja, bleibt schön in der Pfütze drin. Verbrennung fehlgeschlagen. Trotzdem 26 Schaden bekommen. Ja, das macht irgendwie nicht sehr viel Sinn, aber okay. Hä, du bist schon wieder dran? Achso, der ja. Magier war ja eingefroren, okay. Aber genau. Jetzt könntest du auch den Magier schwuppdiwupp machen, oder nicht? Das mache ich auch. Perfekt, sehr gut. Den anderen habe ich sogar noch erwischt. Einwandfrei. Wahnsinn, und ich laufe jetzt aus den Pfützen raus. Ja, mach das einmal. Oh, leck. Was für ein Glück. Oh ja. So, jetzt tue ich mal diese Bogenschützen-Spackos da oben angreifen. Ah, zu weit entfernt, du willst mich veräppeln. Warte mal, dann laufe ich mal zwei vor, vielleicht komme ich dann hin. Nein, ernsthaft, das geht nicht. Das ist ja vielleicht ätzend. Er macht doch die zwei vor uns jetzt kaputt erstmal. Ja. Schade. Aber dann kann ich vielleicht hier einen Blitz reinjagen. Oder geht der Blitz bis dahinter? Nein, natürlich nicht, weil da ein scheiß Fass im Weg ist. Das müsste eigentlich gehen, oder? Wow. Bam. Saugeil. Einwandfrei. Laufe ich mit dem hier noch nach vorne. Und ja. Dann dürfen die kleinen Kinder auch mal wieder. Haben die jetzt zweimal ineinander verfehlt? Nee. Nein, okay. Cool. Und wir sind dran. Optimal. Ach komm, der ist gerade so nicht in der Pfütze gewesen, da eine. Ja. So ein ärgerlich. Ärgerlich. Ärgerlovich. Naja, passiert. So, jetzt bräuchte ich eigentlich nicht durch die Pfütze rennen. Das war eigentlich mal strunzblöde. Naja, also ich gehe mal weiter da Richtung Nervtötenden. Ja, egal.
So, warum ist eigentlich die immer noch eingefroren? Das checke ich irgendwie nicht. Müsste sie nicht langsam mal aufgetaut sein? Hm, egal. So ein Blitzi geht aber bis dahinter, das ist gut. Haha. Optimal, ist er gelebt. Oh, jetzt halt er den. So ein Penner. Oh. Oh. Auf so rumzubrüllen, du Penner. Wo läuft denn der hin? Oh. Er macht mir Aua. Oh. Ey, sag ihm, der soll aufhören, mir Aua zu machen. Der ist voll doof. Ich weiß. Hey, ich darf. Nein, noch nicht. Ich meine, ich darf nicht, aber sie kann endlich, sie ist endlich aufgetaut. Södele. Das Söderlinchen. Schauen wir mal. Der ist so gut wie tot, deswegen hauen wir den mal um. Er ist immer noch nicht tot. Willst du mich veräppeln? Na gut, okay. Was auch immer. Tja, was mache ich jetzt? Wie viel kostet das? Das kostet 6 und das kostet 4. Und einmal so auf die Fresse hauen kostet 3. Langweilig. Auf die Fresse hauen, nee, auf die Fresse. 3 kostet das, okay. Mal schauen. Cool. Jawohl, durchstochen mit dem scharfen Ende eine Gabel. Ja, Mann. Die Gabel des Todes. Ja, Mann. Super. Ja, Mann. Super Gabel. Super Gabel. So, den einen mit kaum Leben. Ja, sehr gut. Hm. Jawohl. Ja, bam. Perfekt. Ihr lebt jetzt noch eine? Ja, der Eingefrorene. Ah, tatsächlich. Den habe ich jetzt voll übersehen. Oh, come on. Ey, eingefroren macht mir den Kasperl irgendwie viel weniger Schaden. Das ist... Oder eingefroren, den Kasperl macht man viel weniger Schaden. Wie auch immer. Verstehst? So, Sachen. Alles klar. Ne? Und? Flots. Sehr gut. Nur noch Häufchen Staub. Geil. So, Schriftrolle der geringen Heilung. So, hier ist eine Axt. Schriftrolle der ersten Hilfe. Heilt Blutungen, Verkrüppelung und Krankheiten. Das ist auch chillig. Flüsterholz haben wir da noch. Scheiße, ich habe ja das mit der Methode jetzt alles eingesammelt. So eine KK. Oh. Obwohl das eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Ich habe hier was Tolles gefunden. Kannst ja auch ein bisschen was tragen. Was denn? Fähigkeitenbuch des Mitternachtsöls. Und jawohl, gelernt. Was macht denn das? Du kannst das ganze Öl anzünden und dann stehen die Gegner in Flammen. Und das konntest du vorher nicht? Oder ist das... Achso, das ist Magie. Das ist ein Magie. Magic. Ah, krass, geile Scheiße, ey. So. Ja, übelst. Da gucke ich aber sowas von. Aber wir gucken auch morgen auch erst weiter. Habt ihr über die Überleitung gecheckt? Ne, über... Ne, egal. Somit... ihr guckt. Wir gucken nicht. Ja. Wir machen Sachen. Wir machen Klick-Klick-Klick und Drück-Drück. Und so. Und bla 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 bla. Genau. Soweit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Adios und ciao, ciao. Bis morgen. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt, einfach voll in die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.